Sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine große, große Ehre und Freude, dass ich hier an diesem ganz besonders denkwürdigen Tag zur Schweiz in der UNO und zur Rolle der Schweizer Vertretung im möglichen UNO-Sicherheitsratseinsitz in den Jahren 2023 und 2024 sprechen darf. And it is particularly humbling to speak after so many prominent speakers like our former minister, who was the one who helped us join the United Nations, my former boss, State Secretary Ambühl, who I think was State Secretary when Switzerland presented its candidacy to the Security Council, but also after Michael Muller, who has done so much for International Geneva and has been a wonderful director. So thank you very much for inviting me. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihnen eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Ändern der Plattform funktioniert hat. Mir sagt der Computer, nur der Host kann diese Inhalte freigeben. Herr Hilti, können Sie die PowerPoint-Präsentation freigeben? Ganz herzlichen Dank. Können es alle sehen? Voilà. Ja, also ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise an den East River und ich würde gerne da einsteigen. Jetzt können Sie... Ja, bei mir kann ich nicht vorwärts schalten, Herr Hilti. Jetzt müssen Sie mit... Genau. Ich würde einsteigen mit ein paar historischen Gedanken zum heutigen Geburtstag. Da, wo auch Altstaatssekretär Ambühl angesetzt hat, aber aus einer Perspektive des UNO-Sicherheitsrates. Dann würde ich gerne den Sicherheitsrat als Hauptorgan der UNO kontextualisieren und mit Ihnen auch ein paar Statistiken und Zahlen anschauen, wie er funktioniert. Ich würde einige Worte auch im Anschluss an das, was Michael eben gesagt hat, zu den geopolitischen Herausforderungen der aktuellen Zeit sagen, um Ihnen dann einen typischen Tag im Sicherheitsrat zu schildern und die Rolle einer Vertretung zu extrapolieren. Und am Schluss würde ich einen kurzen Update geben, wo wir mit der Kandidatur stehen. Gerne können Sie weiterschalten. Wenn wir zurückgehen, und zwar nicht vor 75 Jahren im Oktober, sondern am 26. Juni, als sich in San Francisco alle Teilnehmenden erhoben, um die Charta einstimmig zu verabschieden. Dann, das hat Altstaatssekretär Ambühl schon gesagt, gingen dem 2,5 Monate harte Verhandlungen voraus. Verhandlungen, die aber zu dieser Vision geführt haben, die noch heute große Gültigkeit hat, die man noch heute bewundern kann und die natürlich auf dem erschütternden Erlebnis zweier Weltkriege entstanden ist. Staatssekretär Ambühl hat es gesagt, man hatte Erkenntnisse aus dem Unvermögen des Völkerbundes, den Zweiten Weltkrieg zu vermeiden, gezogen. Eines war sicher die Nichtbeteiligung wichtiger Staaten, allen voran die USA. Und das andere war, dass man keine Zwangsmaßnahmen verabschieden konnte. Also in all diesen Konferenzen, die San Francisco vorbereitet hat, übrigens die historisch größte Konferenz aller Zeiten damals mit 2.500 Delegierten und dann noch etwa 1.000 Presseleuten und Begleitpersonen. Man hatte hart verhandelt und eigentlich war die Konzession an die sogenannten Siegermächte wirklich auch die Tatsache, dass man sie beteiligen wollte an einem System von Zwangsmaßnahmen. Jetzt, und Herr Ambühl hat es gesagt, die Schweiz hat eine ganz klare Position zu den Vetorechten. Die waren damals schon umstritten in diesen Verhandlungen und vermutlich hätte man die Charta nicht verabschieden können, wenn man den damaligen Siegermächten diese Konzession nicht gemacht hätte. Sie ging allerdings mit einem klaren Versprechen einher, nämlich, dass diese auch spezielle Verantwortung übernehmen würde für die Weltordnung zu dieser Zeit. Und Sie können weiterschalten. Ich glaube, was wichtig ist, und meine australische Kollegin hat es diese Woche nochmal uns in Erinnerung gerufen, in Europa denken wir etwa daran, dass der Zweite Weltkrieg im Frühsommer, Sommer geendet hat, im Pazifik ging dieser Krieg noch über den ganzen Sommer, also nach der Unterschrift unter die Charta weiter. Und es waren wirklich auch der Abwurf der beiden Atombomben zwischen Unterzeichnung und Inkrafttreten der Charta, welche den Sicherheitsrat während Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten,
geprägt hat, will heißen, das Vermeiden einer nuklearen Konfrontation stand eigentlich auch während des ganzen Kalten Krieges im Vordergrund. Das ist dem Sicherheitsrat sicher nicht alleine, aber es ist ihm gelungen, auch wenn er in dieser Zeit wenig entscheiden konnte. Aber Sie kennen auch diese Bilder, wo man sich im Sicherheitsrat beispielsweise in der heißesten Phase der Kuba-Krise wirklich angeschrien hat und gestritten hat. Das hat aber auch einen Teil der Risiken mitigiert. Gerne weiter. Wenn wir den Sicherheitsrat kontextualisieren im Kontext der Charta, einerseits ist es wichtig zu sehen, er befasst sich mit einem der drei Pfeiler, Frieden und Sicherheit, Menschenrechte und Entwicklung, und er ist eines der fünf Hauptorgane neben der Generalversammlung, dem Wirtschaftssozialrat, dem Tribunal und dem Sekretariat. Und wenn Sie seine Aufgaben anschauen, dann ist Kapitel 6, die friedliche Konfliktbeilegung und Prävention, das ist für die Schweiz natürlich ein sehr, sehr wesentliches Kapitel, unseres Erachtens zu wenig ausgeschöpft, sicher etwas, was wir im Rahmen einer Mitgliedschaft noch mehr in den Vordergrund stellen würden. Und Kapitel 7 ist das berühmte Kapitel der Zwangsmaßnahmen, über die man immer spricht. Aber auch da, wenn man über Zwangsmaßnahmen spricht, denkt man eigentlich immer an die Autorisierung militärischer Gewalt. Das hat es in der Geschichte des Sicherheitsrates sehr, sehr selten gegeben, 1954 bei der Koreakrise, beim Koreakrieg oder auch bei der Autorisierung einer militärischen Intervention 2011 in Libyen. Aber sonst eigentlich, wenn der Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen unter Kapitel 7 beschließt, geht es meistens um Sanktionen, es geht um Friedensoperationen, die man so zwischen Kapitel 6 und 7 ansiedelt. Oder es ging um die Einsetzung von Sondertribunalen. Wenn Sie hier im Überblick nochmals die Organisation sich vor Augen führen, die Generalversammlung, eigentlich das Gremium, wo alle Mitgliedstaaten sitzen, der Wirtschafts- und Sozialrat mit seinen 54 Mitgliedern, der Internationale Gerichtshof mit seinen 15 Richtern, der Treuhandrat, auch etwas, was man selten sich noch daran erinnert, aber die UNO hat natürlich im Laufe der Jahre eine ganz wesentliche Aufgabe in der Begleitung der Dekolonialisierung geleistet. Und der Sicherheitsrat mit seinen 5 ständigen und nicht ständigen Mitgliedern. Sie sehen auf der rechten Seite die Sonderorganisationen, die Bretton Woods-Institutionen in Washington, die UNESCO in Paris, die FAO in Rom, die WHO und der Menschenrechtsrat in Genf. Und auf der linken Seite sehen Sie die Nebenorgane, die Gerichtshöfe, die IAEA in Wien und ganz wichtig auch jetzt in der Covid-Krise unten die operationelle UNO, die sich natürlich in den 75 Jahren enorm entwickelt hat. Die UNO war jetzt auch in der Covid-Krise an der Front, will man so sagen, mit ihren Hilfswerken, mit den Sonder-Trust-Funds, und sie hat operationell sehr viele Leben auch retten können. Gerne weiter. Voilà, hier der Sicherheitsrat. Und wenn Sie schauen, in der Mitte sitzen die Mitglieder und außen am Tisch ein Gast, das ist hier der syrische Botschafter. Es handelt sich um eine Abstimmung zu Syrien. Sie sehen hier vorne auch Schweden sitzen. Also der Kollege, der nachher reden wird, saß vielleicht da selber im Sicherheitsrat. Das heißt, es ist wahrscheinlich zwischen 16 und 17, also während der schwedischen Mitgliedschaft. Er sitzt neben dem russischen Kollegen Nebenzia, der im Moment gerade den Sicherheitsrat leitet. Gerne weiter. Der Sicherheitsrat hat auf seiner Agenda rund 50 Traktanten, 30 davon geografische Situationen, 20 etwa thematische Agendapunkte. Er befasst sich zu etwa 70% seiner Zeit mit den geografischen Agendapunkten, 75% davon betreffen den afrikanischen Kontinent. Interessanterweise aus Schweizer Perspektive, die Ländersituationen des Sicherheitsrates decken sich zu 75% auch mit Schwerpunktländern der Schweiz, aus der Entwicklungshilfe oder im Bereich der Mediation oder sonstige Schwerpunktländer unseres Außennetzes. Sie sehen hier in dieser schönen Cloud auch, mit was er sich am meisten befasst hat. Syrien über die letzten Jahre. Das ist eine Cloud aus dem Jahr 2018, hat sich aber nicht wesentlich verändert. Syrien, das Thema, das brennende Thema, bei dem sich der Sicherheitsrat am wenigsten hat einigen können in diesem traurigen Krieg, der jetzt auch schon 10 Jahre dauert.
Dann die thematischen Agenda-Punkte für die Schweiz interessant, weil das auch Punkte sind, wo wir bereits jetzt ein hohes Profil an der UNO haben und wir würden das auch nicht ändern im Sicherheitsrat. Die Schutzarchitektur mit Protection of Civilians, Stärkung des Völkerrechts mit den Tribunalen und dem humanitären Völkerrecht, sicher ein ganz wesentlicher Fokus einer Schweizer Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat. Dann die ganze Agenda Terrorismusbekämpfung seit 9/11, die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, hier im Vordergrund in den letzten Jahren die ganzen Bemühungen im Kontext Iran, JCPOA. Und dann ein weiteres, neuere Themen wie Klima und Sicherheit, ein Thema, das sich Deutschland jetzt während ihrer Sicherheitsratsmitgliedschaft, aber schon vor 8 Jahren, sehr, sehr intensiv damit befasst hat. Sie haben eine Resolution vorbereitet, haben aber gesehen, dass es noch nicht das Momentum hat, eine solche Resolution ohne chinesisch-russisches Veto zu verabschieden. Und wenn ich den deutschen Botschafter zitieren sage, dann sagt er, ja, wir haben die jetzt in den Schrank gestellt, da könnt ihr dann weiter daran arbeiten. Vielleicht ist die Zeit reif, bis ihr dann mal im Sicherheitsrat seid. Gesundheit, besonders aktuell, Ebola, der Sicherheitsrat hat im Bereich Ebola und Frieden und Sicherheit sehr gute Arbeit geleistet. Bei Covid hat es jetzt etwas anders ausgesehen. Der Sicherheitsrat hat zwar, und das vergisst man gerne, sehr schnell weitergearbeitet. Also er war genau 2 Wochen nicht aktiv, eine erste Woche etwas paralysiert durch den Schock der Situation hier in New York, wo über 20.000 Menschen ums Leben gekommen sind in den letzten Monaten. In der zweiten Woche hat er Plattformen ausprobiert und ab nach 2 Wochen hat der Sicherheitsrat ganz normal wieder allerdings virtuell getagt, hat sich aber natürlich nicht informell treffen können und darunter hat sicher diese Covid-Resolution und das Endorsement des Aufrufs des Generalsekretärs für einen weltweiten Waffenstillstand sehr gelitten. Das ist sicher eine Resolution, die man schneller hätte verabschieden können, wenn es möglich gewesen wäre, sich physisch zu treffen. Zusammenarbeit mit den Regionalorganisationen, für uns natürlich ganz wichtig, die OSZE, für den Sicherheitsrat noch wichtiger natürlich die Afrikanische Union. Und dann, Staatssekretär Rambühl hat es angedeutet, Arbeitsmethoden des Sicherheitsrates, ein Bereich, wo die Schweiz schon seit 2005, eigentlich seit dem großen Gipfel damals, ein sehr starkes Profil hat, das wir immer noch weiterführen. Man sagt immer, der Sicherheitsrat sei blockiert. Das ist faktisch nicht wahr. Man muss das nuancieren. Der Sicherheitsrat verabschiedet pro Jahr zwischen 50 und 70 Resolutionen, die meisten davon im hellblauen Bereich einstimmig, dann im dunklen Türkisbereich mit einer Abstimmung. Die gelben Balken sind Resolutionen, die das Quorum von 9 Stimmen nicht erreichen und dann sehen Sie im roten Bereich die Vetos. Der Sicherheitsrat ist also in seiner Arbeit nicht blockiert, was er hingegen ist und Michael hat das vorher eindrücklich gesagt, die Polarisierung zwischen den 3 Mächten, China, Russland und den USA, war ganz bestimmt seit dem Ende des Kalten Krieges nie mehr so tiefgreifend und so stark. Und wenn man über die Covid-Resolution beispielsweise spricht, so hat sich ja eigentlich der ganze Streit alleine darum gedreht, wie man die Weltgesundheitsorganisation in dieser Resolution referenziert. Wenn man das in der Zeit betrachtet, kann man auch nicht sagen, dass der Sicherheitsrat entscheidunfähig oder blockiert ist. Sie sehen, während des Kalten Krieges hat er fast nicht entschieden und dann ist das mit Ende des Kalten Krieges exponentiell gestiegen und hat sich auch diversifiziert bei den Arten, wie er entscheidet. Die verbindlichen Resolutionen wurden ergänzt durch sogenannte PRSTs, Präsidialerklärungen und natürlich ein Phänomen der Zeit, auch sehr viel mehr Öffentlichkeitsarbeit mit Presseerklärung des Rates. Wenn Sie die Veto-Situation betrachten, ein ähnliches Bild, also in den ersten Jahren im Kalten Krieg hat der Sicherheitsrat enorm viel mit Vetos zu kämpfen gehabt. Dann ist das ganz massiv zurück in die 20, 25 goldenen Jahre der Zeit nach Ende des Kalten Krieges. Und dann würde ich sagen, seit etwa 5 Jahren haben die Vetos wieder zugenommen, nicht dramatisch. Aber das Veto ist ein bisschen auch vergleichbar einer Referendumsdrohung. Also auch wenn die Zunahme der Vetos nicht dramatisch gestiegen ist, kann man schon sagen, dass in den letzten 5 Jahren eigentlich seit dem großen Moment, wo der
wo die UNO noch in der Lage war, die Agenda 2030, ein Klimaabkommen zu verhandeln. In den letzten 5 Jahren hat sich diese Polarisierung verschärft. Dieses Jahr hatten wir schon 5 Vetos, 4 allerdings im Juli zum gleichen Thema, nämlich dem humanitären Zugang in Syrien. Ja, wenn man sich die geopolitischen Veränderungen über die 75 Jahre überlegt, Michael hat einiges vorher schon gesagt, also wenn man vom Verständnis von Sicherheit am Ende des Zweiten Weltkrieges ausgeht, war das ein sehr statisches, ein sehr militärisches Verständnis. Heute hat man ein viel komplexeres der menschlichen Sicherheit. Man hat auch eine viel, viel komplexere Art hybrider Konflikte, die sehr viel weniger zwischenstaatlich sind, sondern komplexe Formen mit unzähligen Akteuren, hybriden, überlappenden Krisen. Ein Konflikt dauert heute in der Regel etwa 35 Jahre. Und dann kann man natürlich auch sagen, dass sich die sogenannten PI5, die permanenten Mitglieder, stark verändert haben. Etwas, was ich heute anders sagen würde als vor fünf Jahren ist, man sagt immer wieder, der Sicherheitsrat spiegelt nicht mehr die aktuellen Machtverhältnisse. Das ist wahr und falsch zugleich. Also wenn es einen Moment gab in der Geschichte, traurigerweise, wo der Sicherheitsrat auch wieder so diese geopolitischen starken Machtverhältnisse gespiegelt hat, dann mit den jetzigen 3 permanenten Mitgliedern. Die anderen beiden europäischen Staaten hatten seit vielen Jahren keine Vetos mehr angewendet. Andere UNO-Akteure, ich habe das operationelle UNO-System genannt, auch mit den Friedensoperationen, wo sie über 100.000 Leute im Einsatz haben, das hat sich natürlich ganz massiv verändert und hat auch einen Impact, auch einen guten Impact auf die Arbeit des Sicherheitsrates. Die enorme, enge Zusammenarbeit mit Sicherheitsorganisationen hat zugenommen, insbesondere mit der Afrikanischen Union. Wir hatten gerade gestern ein Treffen zwischen dem Sicherheitsrat der Afrikanischen Union und der Peacebuilding Commission. Also dieser Dialog ist eigentlich immer enger geworden. Er ist nicht einfach, aber er hat sich über die Jahre wirklich zu einem wichtigen Bestandteil auch der Arbeit des Sicherheitsrates entwickelt. Und auch das hat Michael angedeutet, die Zivilgesellschaft hat sich verändert, die Wirtschaft, die Wissenschaft, neue Technologien haben unsere Arbeit grundlegend verändert. Aber das Wichtigste, und das wurde auch gesagt, ist eigentlich die ganz starke globale Vertrauenskrise, ich würde sagen auf 3 Level, nämlich einerseits der Bevölkerung gegenüber ihren Regierungen, und zwar häufig unabhängig davon, ob es autoritäre Staaten oder Demokratien sind. Dann die Vertrauenskrise zwischen den Staaten, die eigentlich fast nicht mehr bereit sind, Kompromisse zu schließen, und eine große, große Vertrauenskrise gegenüber den Institutionen, ob sie jetzt nationaler Art oder auch internationaler Art wären, über die letzten Jahre. Wenn wir heute erschüttert vor der globalen Pandemie stehen, so muss man sagen, eigentlich hat sie hat uns natürlich überraschend getroffen, aber seit mehreren Jahren sagt der Global Risk Report des WEF, dass es ein hohes Risiko eines plötzlichen disruptiven Ereignisses hat, aufgrund der vielen überlappenden Krisen. Und eine Pandemie war eigentlich eines der Szenarien, von denen wir wussten, dass sie eintreffen könnten. Wir hatten ja auch einen Vorgeschmack mit Ebola, MERS und SARS erhalten. Dass jetzt dieses Risiko sich bewahrheitet hat, heißt allerdings nicht, und das ist auch das, was sehr beängstigend ist, dass alle anderen Risiken, also die zunehmenden Risiken einer nuklearen Eskalation, der Wiedereinsatz chemischer und möglicherweise biologischer Waffen, alle diese anderen Risiken, die das WEF jedes Jahr analysiert, bestehen weiter, und es ist eigentlich diese Überlappung, die unsere Arbeit im Moment anspruchsvoll macht, die aber auch macht, dass der Multilateralismus eigentlich keine Alternative kennt, denn kein einziges dieser Risiken kann ein Staat alleine bewältigen. Gerne weiter. Voilà, ich habe einen typischen Tag im Sicherheitsrat angekündigt, und ich habe einen Double-Check gemacht. Ich habe vor ein paar Stunden beim russischen Ratspräsidenten Nebenzia zu Nacht gegessen und habe ihm gesagt, Vasili, schildere doch mal einen typischen Tag im Sicherheitsrat, und war sehr froh, dass er eigentlich das sehr ähnlich geschildert hat wie hier. Also am Morgen eigentlich ein Briefing an der Mission, wo man sich über die internationale Lage unterhält, im Moment beispielsweise sehr stark Nagorno-Karabach und die Entwicklung.
Dann nimmt man zur Kenntnis die Einschätzung des Außennetzes. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wir Berichte hätten aus Baku und Jerewan, die auch einschätzen würden. Und das ist auch eine Chance einer Mitgliedschaft, dass man wirklich unser Außennetz optimal einsetzt. Wir würden die Instruktionen von Bern für die nächsten Abstimmungen zur Kenntnis nehmen und auch die Verhandlungstaktik festlegen für den Tag. Der Sicherheitsrat hat etwa 800 Sitzungen im Jahr, und das ist auch etwas, was Nebenzia gestern wirklich betont hat. Er hat gesagt, meine Arbeit, was ich tue den Tag, ist nur die Spitze des Eisberges. Dahinter sind alle Expertinnen und Experten, die permanent in Kontakt stehen und zu etwas verhandeln. Dann würden wir uns um 10 Uhr in den Sicherheitsrat begeben, wo eine offene Debatte stattfinden könnte. Beispielsweise diese Woche aktuell feiern wir 20 Jahre Women, Peace and Security. Eine offene Debatte, wo eigentlich auch Nichtratsmitglieder teilnehmen können. Wir würden sicher eine Schweizer Erklärung verlesen, die im Vorfeld von Bern und mit uns erstellt würde. Und wir würden möglicherweise eine Präsidialerklärung verabschieden. Häufig gibt es strategische Lunches mit hochrangigen UNO-Vertretern. Häufig ist das auch der Generalsekretär selber. Einmal im Monat gibt es ein reguläres Briefing, wo alle Konflikte zusammen besprochen werden. Aber es gibt sehr viele auch hybride Meetings mit einem Special Envoy, wo eine spezielle Situation angeschaut wird. Dann vielleicht am Nachmittag eine Mandatserneuerung einer friedenserhaltenden Mission, wo wiederum die Schweiz das Wort ergreifen würde, es allenfalls zu einer Abstimmung käme. Ich habe das Beispiel Kosovo hier angeführt. Dann etwas, was gewählte Mitglieder, eine Aufgabe, die gewählte Mitglieder schultern müssen, die Leitung der Sanktionsausschüsse. Ich habe jetzt hier Nordkorea als Beispiel gebracht und bitte nicht, dass ich sehr gerne diesen Ausschuss präsidieren würde eines Tages, falls wir im Sicherheitsrat sind, aber einfach als Beispiel der täglichen Arbeit eines gewählten Ratsmitgliedes. Dann hätte es allenfalls eine Dringlichkeitssitzung, wie in den letzten Tagen sehr häufig zu Nagorno-Karabach, wo übrigens der Sicherheitsrat relativ geeint war bis jetzt. Das kann sich ändern, aber einfach um zu sagen, man spricht eigentlich meistens über die Kontexte, wo er sich nicht einigen kann. Wir haben ein paar interessante Erfolgsbeispiele diese letzten Tage. Sie haben es gesehen, gestern Libyen. Da ist jetzt die Frage, kann der Sicherheitsrat, der das auch vorbereitet und unterstützt hat, das in eine Resolution, diesen Ceasefire in eine Resolution umwandeln? Wir hoffen es sehr. Vorher der Erfolg mit dem Austausch der Gefangenen zu Jemen. Da wird vielleicht der schwedische Kollege nachher etwas sagen, weil das nicht zuletzt auch dank Schweden und der Arbeit von Schweden zu Jemen möglich war. Dann habe ich als Beispiel Presse-Stakeout. Kommunikation ist extrem wichtig geworden über die Jahre. Und alle informellen Gespräche, die Berichterstattung, das hat Nebenzia gestern stark betont, hat gesagt, ich verbringe wirklich mehrere Stunden dann auch wiederum nach Hause zu berichten. Und meistens ist das dann noch gefolgt von einem Moment des Austausches über dem Nachtessen. Gerne weiter. Herr Hilti, können Sie weiter? Ja, genau. Jetzt, wie handelt die Vertretung oder aufgrund welchen Handlungsrahmens? Ohne Überraschung, in unserer Verfassung ist sehr ähnlich der UNO-Charta, wenn es um die außenpolitischen Ziele geht. Das ist kein Zufall, sondern die Verfassungsgeber um Arnold Koller damals, am Ende der 90er Jahre, haben sich auch an der Charta inspiriert. Wir haben eine außenpolitische Strategie. Wir haben ein sehr langjähriges Schweizer Profil. Ich habe es gesagt, die Konflikte dauern im Schnitt 35 Jahre. Das heißt, wir haben eigentlich zu fast jedem Konfliktkontext eine Position, die sich auf das Völkerrecht und die Neutralität der Schweiz bezieht. Wir haben jedes Jahr im Sommer die außenpolitischen Prioritäten, die verabschiedet werden für das folgende Jahr durch den Bundesrat, aber auch von den beiden APKs formell. Also wir würden vor einem Einsitz in den Sicherheitsrat sicher ein sehr, sehr viel breiteres und intensiveres Konsultationsverfahren mit den APKs haben und detailliert über die einzelnen Konflikte und Positionen diskutieren. Dann haben wir ein pionierhaftes Konsultationsverfahren in der Verwaltung seit etwa 15 Jahren digital. Das ist der sogenannte Chat at UN.
Das ist etwas, was viele Staaten auch bei uns dann angeschaut haben. Das heißt, die ganze Verwaltung ist in diesen Konsultationsprozess eingebunden. Was wir tun möchten jetzt im Hinblick auf den Einsitz, ist ein sogenanntes FLAG-System, also Dinge, die technisch entschieden werden können im Rahmen dieser Verwaltungskonsultation. Da gibt es natürlich Dinge, die zur Staatssekretärin oder zum Bundesrat rauf müssen. Im Extremfall müsste eine Position, beispielsweise bei der Autorisierung militärischer Gewalt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man das erlebt in 2 Jahren, aber das ist etwas, was wohl der Gesamtbundesrat dann auch entscheiden würde. Rolle Bundespräsident, Präsidentin, häufig setzen die Staaten dann Akzente auch mit ihren Präsidentinnen und Präsidenten, zum Beispiel an der High Level im September. Und der Außenminister ist das Gesicht einer Kampagne und auch natürlich eine wichtige Figur im UNO-Sicherheitsrat. Ich habe es gesagt, etwa 75% der Situationen, die der Sicherheitsrat behandelt, überschneiden sich mit unserem Außennetz und unseren Schwerpunkten im Außennetz. Das heißt, ich denke, es ist eine große Chance, der sogenannten, was ich Triangulierung nenne, nämlich dass man zwischen dem Außennetz, der Zentrale und dem Policymaking in New York wirklich ganz eng sich abstimmt und voneinander profitiert. Dann in den nächsten Wochen wird auch darüber diskutiert, wie wir das Parlament angemessen einbeziehen können. Da ist die Balance, dass man wirklich auch eine breite demokratische Abstützung sucht und gleichzeitig handlungsfähig sein muss, relativ rasch. Einbezug der Wissenschaft, das war beispielsweise sehr wichtig beim Iran-Nuklear-Dossier und der Zivilgesellschaft, für die Schweiz natürlich eine sehr, sehr wichtige Tradition. Was braucht es zum Erfolg? Ich bin eine Schülerin von Staatssekretär Ambühl. Ich könnte jetzt hier in Formen sprechen, 3P und 2K gleich T. Aber Spaß beiseite, es braucht ein Profil, das glaubwürdig und verlässlich ist. Das ist am ehesten so, wenn man wirklich die langjährigen Positionen der Schweiz nicht verändert. Man kennt uns seit 18 Jahren, man vertraut uns. Wir haben eine große Glaubwürdigkeit hier in New York und ich kann das ohne Selbstlob sagen, ich bin noch nicht so lange hier. Aber würde man morgen oder übermorgen über die Schweizer Kandidatur abstimmen, dann nicht nur, weil wir im Clean Slate sind im Moment, also das heißt nur 2 Kandidaturen für 2 Sitze, wir mit Walter, aber auch sonst würde ich sagen, würden wir mit einer sehr großen Zustimmungsrate auch unterstützt. Dann Prioritäten. Man will uns immer etwas drängen. Ja, was werden dann eure Prioritäten sein im Sicherheitsrat? Der Sicherheitsrat ist natürlich aktualitätsdriven. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite auf der langjährigen Erfahrung, die wir in gewissen Konfliktkontexten haben, aufbauen und versuchen, dort Akzente zu setzen, können das aber erst etwa 1 Jahr vor dem Eintritt so richtig klarstellen, weil das natürlich sich verändern kann. Und das andere wäre eine Mischung von Nischen und Opportunitäten. Und da freue ich mich nachher auch auf die Ausführungen von Botschafter Meyer-Harting. Ich war in New York, als er hier Sicherheitsratsmitglied war. Und Österreich hat das sehr, sehr wunderbar gespielt, dass sie sehr häufig in Kontexten, wo sie vielleicht geografisch weniger präsent waren, über die thematische Expertise auf Akzente setzen konnten. Wichtig ist Kohärenz in unseren Positionen, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist tatsächlich so, dass natürlich vor allem die ständigen Mitglieder immer versuchen, über die Kapitale Druck auszuüben. Wenn man eine langjährige, klare Position hat, die Instruktion aus der Kapitale klar ist und dann auch alle geeint dahinter stehen, ist das sehr viel weniger gut möglich als in jenen Staaten, wo man dieses Spiel mitspielt und sich dann natürlich selber im Sicherheitsrat ganz massiv schwächt. Dann die Kooperation intern, also ich denke, im Departement ist das ganz wichtig, oder dass wir diese Triangulierung gut hinkriegen, dann ist das eine sehr große Chance. Interdepartemental, die Sicherheitsratsmitgliedschaft ist auch beispielsweise für unser Verteidigungsministerium eine große Chance, weil sie da natürlich an Informationen rankommen, die sie sonst nicht die Gelegenheit hätten zu wissen. Und dann natürlich international. Kommunikation, das habe ich vorher schon gesagt, ist natürlich in unserer Zeit für eine Sicherheitsratsmitgliedschaft ganz, ganz zentral. Und das Team, wir sind daran aufzubauen, wir werden rund 10 Positionen mehr haben in New York, das ist im unteren, mittleren Bereich. Wir werden aber, denke ich, aufgrund der langjährigen Erfahrung unserer UNO-Arbeit damit klarkommen. Es ist klar, es ist eine große Belastung und ich habe das auch
unter den Herausforderungen genannt. Der Sitzungsrhythmus ist extrem. Aber ich denke, dass wir das sicher mit dem Engagement und dem Team, das wir in New York haben, danach schaffen werden. Was sind sonst die Herausforderungen? Man ist natürlich sehr viel visibler und exponierter. Es ist nicht so, dass die Schweiz sonst von Sicherheitsratsentscheidungen anders betroffen oder nicht betroffen wäre. Aber es ist klar, wenn man nicht mitentscheidet, ist man exponierter. Und die Entscheidungsfindung, die muss relativ schnell gehen. Wir haben ein gutes System, aber wir müssen auch sicherstellen, dass wenn ein Entscheid bis zu Oberst gehen müsste oder auch APK-Präsidien einbezogen werden müssten, dass das schnell genug geht. Dem Druck standhalten, das war eine Diskussion in den Medien jüngst. Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, ich behaupte nicht, dass es keinen Druck gibt. Das wäre ganz bestimmt nicht zutreffend. Aber es ist natürlich so, dass der Druck auch sonst zugenommen hat. Also es ist nicht im Sicherheitsrat so viel anders, als wenn wir eine Position im Menschenrechtsrat vertreten oder wenn wir in einem wirtschaftspolitischen Dossier eine Schweizer Position haben, die allenfalls international nicht so abgestimmt oder wo wir international allenfalls unter Druck geraten könnten. Also mein Punkt war eher, das ist etwas, was in den heutigen Zeiten zugenommen hat, in allen Feldern. Im Bereich des Frieden und Sicherheit haben wir keine internationale Hidden Agenda. Das macht uns etwas weniger vulnerabel für Druck. Und wir haben natürlich mit Genf, und Michael hat es gesagt, ein ganz, ganz großes Asset, weil wir dort wirklich auch eine hohe Kredibilität haben. Und beide Erfolge der letzten Wochen, sowohl Jemen als auch Libyen, sind in Genf verhandelt worden unter der Führung der UNO. Wichtig ist die innenpolitische Unterstützung. Das ist auch der Grund, warum wir der XUN auch dankbar sind, dass sie hilft, auch in der Schweiz eine Diskussion zu haben, die sich nicht nur auf die kritischen Aspekte reduziert, sondern wirklich auch mehr Informationen zu einem Animal Exotic, das der Sicherheitsrat nun mal ist. Gerne weiter. Ja, und wo stehen wir mit der Kandidatur der Schweiz? Sie kennen viele Etappen dieses Prozesses, ein sorgfältiger Konsultationsprozess mit Hearings in den APKs 2008, 2010, dann 2011 der Beschluss des Bundesrates, die Kandidatur einzureichen. Dann hatten wir diverse parlamentarische Vorstöße über die letzten 9 Jahre. Das Highlight, wenn man so will, die Frage um die Neutralität, die auch völkerrechtlich sehr differenziert geklärt wurde. Das ist auch etwas, was wir natürlich mit anderen Staaten angeschaut haben, die auch neutral sind, wie Österreich oder bis 2009 auch Schweden. Und da können die Kollegen nachher sicher auch noch etwas dazu sagen. Dann hatten wir eine neue Standortbestimmung auch mit den Kantonen, den APKs 2018, 2019. Die letzte Abstimmung im Nationalrat einer Motion der SVP zum Rückzug der Kandidatur wurde zum Glück mit großem Mehr, also mit so vielen Stimmen wie bisher nie in diesen Vorlagen, abgelehnt im März. Im Juni dann die Wahl unserer Vorgängerinnen der westlichen Gruppe, Norwegen und Irland. Dem ging ein sehr harter Konkurrenzkampf von eigentlich 3 wunderbaren potenziellen Sicherheitsratsmitgliedern voraus, Norwegen, Irland, Kanada. Was hat zur Wahl dieser beiden und nicht Kanadas geführt? Einerseits die Tatsache natürlich, dass Kanada relativ spät ins Rennen eingestiegen ist. Kanada hat im Moment Schwierigkeiten mit mehreren Weltmächten aus unterschiedlichen Gründen. Aber es war in der Tat auch so, dass man eigentlich die beiden kleineren Staaten, die schon sehr viel länger eine sehr, sehr solide Kampagne geführt haben, dann honoriert hat dafür. Wir sind etwas privilegiert und das ist sehr selten in der westlichen Gruppe, durch das, dass im Moment nur Malta und die Schweiz für diese 2 frei werdenden Sitze in 2022 kandidieren. Es ist immer möglich, dass jemand dazukommt. Es ist jetzt sehr spät und aufgrund der Pandemielage in New York auch nicht sehr wahrscheinlich, dass jetzt gerade sich jemand in dieses Rennen stürzen würde. Wir stehen bereit, sollte es passieren. Aber natürlich würden wir uns freuen, wenn wir uns wirklich auf die inhaltliche Vorbereitung konzentrieren könnten. Wir haben auch mit unserer maltesischen Kollegin schon besprochen, dass wir gerne ein bisschen Best Practice zeigen möchten, wie sich 2 europäische Staaten gemeinsam auf diesen Einsitz vorbereiten. Weil, man muss es sagen, dieser Kampf zwischen diesen 3 eigentlich wunderbaren Staaten und das am Schluss noch in der Pandemiesituation im Frühling,
auch auf sehr viel Unverständnis der Länder des Südens, der G77 gestoßen ist, die gefunden haben, wissen eigentlich die westlichen Staaten nichts Besseres, als sich gegenseitig zu bekämpfen und Geld auszugeben, um dafür zu werben. Also ich denke, das erhöht auch die Chancen, dass niemand sich jetzt getrauen wird, noch diese Kandidaturen in Frage zu stellen. Und dann ist es wirklich tatsächlich so, dass wir ein starkes Profil haben, nicht zuletzt dank Genf, und dass man eigentlich von der Schweiz auch erwartet, dass sie diese Verantwortung jetzt einmal übernimmt. Also das würde natürlich auch bedeuten, dass ein Rückzug der Kandidatur zum jetzigen Zeitpunkt für uns auch mit einem gewissen, mit einem sicher größeren Schaden auch verbunden wäre. Im März 2022 haben wir das 20-jährige Jubiläum unserer UNO-Mitgliedschaft. Wir freuen uns darauf, das auch wirklich feierlich zu begehen. Und dann im Juni 2022 würden dann die Wahlen stattfinden. Heutzutage ist es so, dass von Oktober bis Dezember die gewählten Incoming als Beobachter im Sicherheitsrat sitzen, also Norwegen und Irland, Mexiko. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben unter der russischen Präsidentschaft Anfang Monat angefangen, diesen Beobachterstatus wahrzunehmen. Russland hat sich auch ganz massiv dafür eingesetzt, dass man zurück in die Kammer geht. Das ist seit dem 8. Oktober der Fall mit Plexiglasvorrichtungen. Das war jetzt wirklich ein sehr schwieriger Prozess, angefangen von unseren deutschen Kollegen im Juli und dann von den Indonesiern und der nigrischen Präsidentschaft weitergeführt. Und jetzt ist der Sicherheitsrat zurück in der Kammer und wir hoffen, dass die Pandemielage es uns erlauben wird, dass er weiter dort tagen kann, weil es natürlich die Qualität der Beziehungen auch stärkt in einer Situation, wo die Weltlage so angespannt ist. Voilà, ich würde es hier mit dem letzten Slide bewenden lassen. Können Sie noch eins weiterschalten? Sonst würde ich jetzt schon die Gelegenheit nehmen, Ihnen für die Aufmerksamkeit zu danken. Ich stehe natürlich gerne für Fragen bereit. Wir haben einen Fries. Aber können Sie mich noch hören? Können Sie mich hören? Ja. Also gut, also das letzte Slide war eigentlich nur noch das Bild. Wir haben gestern zur Feier auch zum Geburtstag der UNO alle die Charta wieder unterzeichnet zu einem Recommitment. Sie sehen hier, Sie müssen eins zurück. Sie sehen hier diese Unterzeichnungszeremonie, die wir leider einzeln und allein, Sie müssen eins zurück. Das sind nur Reserve-Slides. Voilà, das wäre das Abschluss-Slide. Ich wollte einfach noch zeigen, wir haben symbolisch diese Charta, alle 193 Mitgliedstaaten, der Generalsekretär, der Präsident der Generalversammlung, nochmal unterzeichnet. Wir werden am Montag eine feierliche Zeremonie haben. Selbstverständlich hat die Pandemie uns einen Strich durch sehr viele geplante Aktivitäten. Es hat eine weltweite Volksbefragung gegeben zur UNO, die sehr spannende Resultate gezeigt hat. Es hat sehr viele Kulturveranstaltungen gegeben, die geplant waren. Das konnten wir jetzt leider nicht durchführen. Dennoch muss ich Ihnen sagen, und da ende ich wie Michael, das Commitment der Staaten zum Multilateralismus ist eigentlich sehr groß, gleichzeitig die Kompromissbereitschaft gering. Und ich denke, dass wir diese Klippe nehmen werden, gerade jetzt in dieser großen Krise, dass wir uns auch wieder mehr Vertrauen schaffen können zwischen den Staaten, damit wir diese Institutionen, die UNO, aber auch andere internationale Kooperationsforen, wirklich für das verwenden, für was sie da sind, nämlich Plattformen, wo man sich verständigen kann in schwierigen Situationen, um gemeinsam zu Lösungen finden. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.